Hallo, ich wollte euch mal einen kurzen Zwischenstand zum HP Touchpad und Android geben. Das Touchpad wurde ja ursprünglich von HP mit WebOS ausgeliefert, aber die Android-Community ist relativ fleißig gewesen und hat mittlerweile Android 4.0 in Form von CyanogenMod für das Touchpad herausgebracht. Ich habe das mal hier auf dem Gerät installiert, das ist die Alpha 2. Und man sieht eigentlich, dass das Gerät mit Android mittlerweile wunderbar funktioniert. Es funktioniert noch nicht alles, also zum Beispiel die Kamera tut noch nicht. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Kamera abstarte, dann sagt er mir hier, okay, Verbindung zur Kamera nicht möglich. Das liegt daran, dass der Kameratreiber praktisch Closed Source ist und man einen Wrapper drumherum basteln muss, damit das Ganze funktioniert. Das ist noch nicht fertig. Problematisch ist auch manchmal das Netzwerk nach dem Boot. Manchmal ist das nicht da, aber mit ein bisschen An- und Ausschalten, Flugmodus, kriegt man das wieder hin. Aber im Allgemeinen funktioniert das mittlerweile so gut, dass wer ein HP Touchpad hat, und wer das benutzen möchte, das auch ruhig installieren kann. Es ist so, dass wenn man das Gerät startet und man in einen Bootmanager kommt, das heißt, wenn man möchte, kann man nach wie vor noch nebenbei WebOS starten. Ja, ich habe auch mal Benchmarks durchgeführt. Wenn man mal AnTuTu anguckt, dann sieht man beim letzten Start waren das 5.074 Punkte, was gar nicht mal so schlecht ist, wenn man da das Ranking anguckt. Ja, man sieht jetzt gerade keins. Also kommt man aber trotzdem zu ähnlich guten Werten bei aktuellen Tablets und Velamo. Haben wir ihn? Velamo habe ich auch schon laufen lassen. Da kommt man, wenn man guckt, auf die Last Numbers. Kommt man auf einen Score von 1177, was auch gar nicht mal so schlecht ist, wenn man diesen Wert mit anderen vergleicht. Dann sieht man, dass man mit einem Wert von 1077, da sind jetzt keine da, doch, 1077 ist man hier in der Kategorie. Asus Transformer Prime ist natürlich ein bisschen schlechter, aber man spielt eigentlich ganz vorne damit. In den früheren Werten, Ausgaben der Alpha, war das noch deutlich schlechter. Da gab es zum Beispiel keine Grafikbeschleunigung, aber das ist mittlerweile wieder repariert sozusagen. Ja, was sieht man ganz gut? Also Android 4.0, das kennen die meisten wahrscheinlich schon zumindest mal vom Sehen. Die wenigsten haben ein Gerät, wo das drauf ist. Was ganz nett ist zum Beispiel, da sieht man mal, dass die Videowiedergabe und die Grafikbeschleunigung schon wirklich gut funktioniert. Das ist VirtualSat, ein Fernsehprogramm, leider kommerziell, also man muss dafür bezahlen, aber es funktioniert sehr gut. Haben wir Beschränkungen, aber es gibt ein Produkt, und klar einfach. Und auch sonst, wenn man jetzt zum Beispiel mal in den Market geht, das ist auch immer etwas, was die Grafikausgabe recht gut fordert. Ja, komm, lade schon. Tja, wenn was funktionieren soll, dann funktioniert es nicht. Aus irgendeinem Grunde, jetzt lädt der Market. Ja, man sieht, das dauert immer lange, aber das dauert eigentlich auf jedem Android-Gerät relativ lange. Und hier das Scrollen, da muss er halt immer die ganzen Icons nachziehen. Ich weiß nicht, andere Geräte sind da jetzt nicht wirklich viel schneller. Aber nichtsdestotrotz, ja, man, ein 120 bzw. 140 Euro teures Schnäppchen. Und wie gesagt, Android 4.0 auf jeden Fall installieren. Ihr habt schon einige Vorteile, vor allen Dingen halt der große Market macht Spaß. Wobei ich manche Dinge auch aus WebOS vermisse, also zum Beispiel das Umschalten zwischen Anwendungen. Das geht zwar mittlerweile jetzt auch hier bei Android, dass man die Übersicht hat und auch die Anwendungen daraus herausstarten kann, aber die WebOS-Geschichte mit unten herauswischen und links und rechts schieben der Anwendung, das ist eigentlich noch ein Tick schöner gelöst, finde ich, vor allen Dingen
ist das auch ein bisschen schneller eigentlich. Ja, also Cyanogen Mod 9 Alpha 2. Wer ein HP Touchpad besitzt und eigentlich Android drauf haben will, der kann es eigentlich ruhigen Gewissens probieren. Ihr macht eigentlich nichts kaputt und das Gerät hat dann deutlich mehr Nutzen. Viel Spaß!